Ja, moin zusammen, Steve Ritter hier von Heimspiel Online. Ich freue mich, dass ich heute mit einem echten Torjäger spreche, der lange Zeit seiner Jugend als knallharter Abwehrspieler beim VfL Osnabrück verbracht hat und jetzt die Kreisliga A Tecklenburg auseinandernimmt und rockt. Ich denke, das kann ich schon so sagen. Die Rede ist natürlich von Kevin Wolf, 22 Buden in 17 Spielen für den Tabellenführer SC Hallen. Das soll ihm erstmal jemand nachmachen. Und Kevin, du bist genau wie alle anderen Jungs mit deinem Team gerade in der Vorbereitung. Wie läuft es? Habt ihr die Möglichkeit, überhaupt vernünftig zu trainieren da beim SC Hallen? Also sie ist schon ziemlich durchwachsen. Die Trainingsbedingungen sind natürlich durch das Wetter bedingt echt scheiße, weil wir ja zwei Rasenplätze haben und da kann man schlecht trainieren. Da haben wir schon ein bisschen Glück, dass wir in Westerkappeln mal auf dem Kunstrasen durften, Soccer Center kurzfristig Termine bekommen haben. Aber ist natürlich nicht optimal. Von den Testspielen her ist eins ausgefallen. Zwei Testspiele haben wir jetzt gespielt. Gegen ISV 2 haben wir ja gewonnen und gegen Langenbeck 3-3. Das war schon, muss ich sagen, ordentlich. Allerdings fehlen uns da die Körner in der zweiten Halbzeit. Und heute Abend geht es dann gegen Recke. Die sind ja nochmal eine Nummer stärker als Langenbeck. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie wir uns da beweisen können. Kommen wir zum unangenehmen Teil. Du hast ja bestimmt das Interesse vieler Vereine geweckt. Das ist nicht unangenehm für dich. Logisch, wenn man 22 Hütten macht, du bleibst definitiv in Hallen, hast du mir jetzt gesagt. Also wohin geht es für dich und für euch in dieser Saison? Habe ich nie drüber nachgedacht, in Hallen zur Winterpause zu wechseln, weil ich für ein Jahr zugesagt habe und dann stehe ich auch zu meinem Wort. Und da kann ich klipp und klar sagen, dass das immer so sein wird. In der Rückrunde haben wir natürlich das Ziel jetzt, also mein Ziel persönlich ist der Aufstieg und Torschützenkönig. Was die Trainer ausrufen, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, wenn man erstmal in der Hinserie da oben steht, dann will man auch da oben bleiben. Und das wird noch ein ganz schönes Stück Arbeit, muss ich sagen. Ja, das wird es definitiv, da bin ich mir sicher. Ihr seid jetzt die Gejagten sozusagen. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wir lieben den Sport beide und Fußballer leben auch gerne in Erinnerungen und erzählen auch gerne mal bei einem Bierchen abends, was sie alle schon so erlebt haben. Denkst du an bestimmte Spiele zurück? Was war dein geilstes und größtes Erlebnis im Fußball bisher? Zum einen in der Jugend beim VfL habe ich schon einiges erlebt. Das war schon sehr cool, dritter Platz in der Bundesliga zu werden. Zum anderen, so im Herrenbereich ist für mich eindeutig das geilste Fußballerlebnis oder die beiden geilsten Fußballerlebnisse der Aufstieg aus der Bezirksliga mit Preußen-Lengerich in die Landesliga und gleichzeitig im Jahr dann der Krombacher Pokal, den zu holen, also Doublesieg. Zum anderen letztes Jahr mit der Unimannschaft von Vechta in Portugal bei der Europameisterschaft mitspielen zu dürfen, war schon echt ein tolles Erlebnis. Da kann ich mich leider nicht entscheiden für ein Erlebnis, muss ich dir sagen. Danke dir. Kevin Wolf war das vom SC Hallen. Auf die nächsten 22 Hütten in der Rückrunde. Euch einen schönen Tag.